Hallo und herzlich willkommen bei IWE Gaming TV. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und wir beginnen gleich nach dem Intro. Moin, willkommen zurück zu Cattle and Crops, Folge Nummer 9 diesmal. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir schon bei der Jubiläumsfolge Nummer 10 sind. Stimmt natürlich nicht. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Daher, wie gesagt, noch nicht zur Jubiläumsfolge. Aber wir haben jetzt mittlerweile das Feld fertig gemacht. Also der Helfer und ich. Offscreen. Und ja, er ist hier gerade noch nach dem Entladen auf dem Rückweg. Leider hat der Helfer nicht alles erwischt. Aber ich denke, damit kann ich leben. Und das werden wir auch so lassen. Heute auch etwas anders von den Mikrofoneinstellungen her. Ein Kollege hat mir da nochmal ein bisschen geholfen. Es kommt jetzt etwas näher an meine echte Stimme ran. Ist zwar noch nicht so, wie es sein soll. Aber läuft jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ja, in den letzten Folgen habe ich auch gefragt, wie wir weitermachen wollen, zum Beispiel auch mit dem Festfahren, mit dem Trecker. Und da habe ich dann auch einen Kommentar bekommen. Und da wurde halt auch empfohlen, den großen Trecker von Klaas zu nehmen. Und das sehe ich eigentlich auch so. Also die kleinen hier, ja, die werden doch zu schwach. Langsam, aber sicher. Ich wollte zwar noch ein bisschen sparen, aber es geht halt nicht. Jetzt, auch wenn wir die großen Felder, für die wir uns entschieden haben, grubbern wollen und wir wieder dieses nasse Feld nehmen, wird der Kleine hier gnadenlos, glaube ich, verrecken bei. Naja. Wenn wir alle anderen Sachen, denke ich, verkaufen soweit, also die anderen Traktoren, die wir für die Feldbearbeitung nutzen und dann den großen dafür kaufen. Und wenn wir uns halt die kleineren, wenn wir was für sie brauchen, mieten oder sowas. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. So, die Helfer haben das jetzt hier beendet. Die fahren jetzt in ihre Ausgangsposition. Die müssen dann da. Erntaufgabe beendet. Fahren wir hier mal beiseite. Bis die Mietzeit zu Ende ist, stehen die leider hier noch ziemlich doof immer rum. Motor aus. Den haben wir, glaube ich. Was haben wir denn überhaupt? Das habe ich ehrlich gesagt total vergessen. Fuhrpark. Das ist unser. Achso, das ist der mit den Terra Wheels. Terra. Den haben wir gemietet. Das haben wir natürlich auch gemietet. Die Anhänger haben wir auch gemietet. Ah ja, und ihn hier für die Feldarbeit. Ja, das reicht eigentlich. So. Da ist jetzt nur die Frage, behalten wir den? Oder den. Bei einen brauchen wir. Ah ne, da können wir den kleinen MB-Truck für nehmen. Ach nee, wir brauchen. Ah ja, also den hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir wollen ja noch unsere Rinder füttern und dafür brauchen wir noch eine Schaufelvorrichtung. Und die können wir nur an den kleinen hier anbauen. Müssen wir den auf jeden Fall behalten. Den hier können wir verkaufen, würde ich sagen. Der kommt weg. Dich behalten wir. Du kommst beiseite. Die Anhänger. Wobei wir können. Ich glaube, das machen wir mal. Wir machen mal Zeitbeschleunigung hier. Die 3 Tage. Dass die mal hier verschwinden. Zack, Mietfrist. Mietfrist. Na komm.
Zack. So. Jetzt sind die hier weg. Wir haben ein bisschen Platz auf dem Feld. Mal gucken, was unsere Rinder machen. Unser Wuff ist auch da. Na du? Ja, fein. Übrigens gab es auch wieder neue Infos zum Update. Also die sind wohl jetzt in der Testphase für das Getreide-Update. Autospeicher. Und sieht wohl alles sehr gut bis jetzt aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Stehen ja nur alle auf einen Fleck. Ich freue mich schon so dermaßen auf dieses Update. Also sie hoffen, dass sie es so in 2 Wochen rausbringen können. Ich denke mal, bis also 2 Wochen werden wir noch 6 Folgen auf jeden Fall, denke ich, noch machen. Vielleicht mache ich auch mehr. Ich weiß es noch nicht, dass ich vielleicht auch noch Donnerstag welche bringe. Weil ich warte noch auf die Erlaubnis oder die Lizenzen von anderen Games, um die Let's Playen zu dürfen. Ja, wir können das eigentlich hier reinliefern lassen. Ja. Solange das noch nicht da ist, könnte ich eigentlich auch mehr Folgen hiervon machen. Aber wir werden sehen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Schaufel. Ja, große Schaufel auf jeden Fall. Plus 500. Ja, komm, wir können nicht leben. Schaufel, dann brauchen wir dich. Und dann... Ach ja, wir benutzen einen neuen Mod. Den habe ich auch schon eine Vorstellung... da habe ich noch auch eine Vorstellung schon von gemacht. Und hochgeladen. Könnt ihr auch mal reingucken. Ist auf jeden Fall geil. Den werden wir auf jeden Fall nutzen. Geilste Mod, den ich bis jetzt gesehen habe. Wo ist denn der Anhänger? El Blindo? Futtermisch-Anhänger? Da! Den brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir schon Mitarbeiter? Mitarbeiter haben wir auch. Und wir wollten uns den großen Klaas holen. 255.000. Muss ja sein. Da ist er. Jetzt haben wir noch 244.000. Müssen wir erstmal dann... Oh. Etwas unpassend gelandet. Zwar wahrscheinlich das nächste Mal den Mähdrescher abholen. Von dem Landhandel, aber egal. Können wir mitleben. So. Zack. Erstmal dich. Ist der da verrostet? Der ist verrostet und dreckig. Das ist neu. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Interessant. Echt? Ich glaube, der sah von der Textur her anders aus vorher. So. Jetzt bauen wir dich an. Was ist denn nicht irgendwie? Ah, ja. Ah. Miau. Ach da. Voll die miesen Schaufel.
So. Vorne hin. Da. Zack. Oh. Gewöhnungsbedürftig. Ja, ist gar nicht so leicht, auf jeden Fall. Aufnahme passt auch noch nicht so ganz. Wird auch nochmal nachgearbeitet werden. Zum Glück kann man Mikrofone muten. Oh, wenn ihr das hören könntet, wie ich am Schniefen und Schnaufen bin mit meinen Heuschnupfen. Niesanfälle. Das Ding auch irgendwann mal voll. Und unser Hund guckt zu. Wir uns hier quälen. Oh. Kaputt gemacht. Nö. Reicht erstmal. Achso, weiter geht's. Bin ich jetzt die ganze Folge dabei, nur mit beladen. So, wie funktioniert das jetzt? Mission. Gibt zwar nicht zu mischen eigentlich, aber ja. Wir haben ja noch kein Gras und sowas. Das kommt ja erst noch. So. Dann wollte ich mal. Ja. Und ich direkt dahinter. So.
Denke mal, wir müssen da andersrum reinfahren. Huch. So. Ah. Schon voll? Schon voll. Ja. Da machen wir jetzt einen Helfer für. Damit wir uns dann hier mal drum kümmern müssen. Aufgaben. Da. Neue Aufgabe. Vorlage. Fütterung. Mais-Silo. Stall hinzufügen. Machen wir einfach mal alle. Vier. Fünf. Vier. Drei. So. Sich wiederholende Aufgabe. Jeden Tag 10.10 Uhr. Passt. Fahrzeug hinzufügen. Fahrer. Fahrzeug. Nehmen wir dich. Und dich. Speichern. Speichern. Theoretisch. Nee, falsche Taste. Ja, werden wir ja sehen. So. Ich denke, wir kaufen noch mal ein paar Rinder dazu. Ja, doch. Nach Gewicht. Kaufen. Kaufen. 3. 4. 5. 6. Sechs. Schaffen wir es auf jeden Fall, glaube ich, noch mal einmal hinzufahren. In dieser Folge, hoffe ich noch. Ach ja, ich vergaß, das Lack hat ja gelackt. Eigentlich schade. Eine Frage-Antwort haben sie auch jetzt ihren Weg da geschrieben, dass die eigentlichen Performance-Updates vermutlich erst ganz zum Schluss kommen werden. Aber es ist ja eigentlich, geht es ja hauptsächlich um die Spielmechanik und es ist ja spielbar. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie so eingestellt bekomme, dass das im Cockpit an sich nicht mehr so laggt. Bin ich eigentlich guter Dinge.
Hier hätten wir auch einen schönen Hof. Ich hoffe, dass die Community dazu noch eine Map rausbringt. So eine... Ja, ich sag mal... Man erbt so einen verwilderten alten Hof irgendwo in Russland, Lettland oder sowas von seinem Urgroßonkel, den man eigentlich gar nicht kennt. Und man kommt da so an, man hat wirklich nur so ein Haus, vielleicht so zwei uralte Maschinen, die kurz vorm Auseinanderfallen sind. Felder sind schon alle zugewuchert, Bäume draufgewachsen und man muss sich so wirklich alles selber erstellen. Es gibt halt keine Felder, kein gar nichts und Hallen muss man bauen erst und das wäre richtig nice sowas noch. Alles verschlammt, man muss erst mit Weizen rüberfahren, also das ist ja hier vor allen Dingen auch möglich, das ist das Geile. Ich hoffe echt, dass sowas kommt. Das wäre so mein großer Traum. Habe ich immer so bei LS drauf gehofft, aber die kommen da ja mit der Entwicklung leider nicht so aus dem Quark. Schade eigentlich. Bin ich auch mal gespannt, was jetzt in Teil LS19 rauskommt, was sie da machen, ob es da endlich mal den Entwicklungssprung gibt, aber ich glaube eher weniger. Ich würde mal sagen, also die Zeit neigt sich da dem Ende. Wenn sie jetzt den Sprung nicht schaffen, war es das. Man braucht sich halt einfach nur mal die Konkurrenz hier anzugucken. Cattle and Crops halt. Oder wie sie heißt, UQ Farming und sowas. Ich denke, das war's diesbezüglich. Aber das war's jetzt auch mit dieser Folge. Die ist jetzt am Ende. Und in der nächsten Folge gibt's dann tatsächlich unsere Folge Nummer 10, unsere Jubiläumsfolge. Mal gucken, was wir da machen. Viel haben wir ja gerade leider nicht. Aber mal gucken, was mir da so einfällt noch. Also, würde ich sagen, bis dahin viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!